Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 18 The Journey. Ja, wir machen heute weiter. Und zwar sind wir ja in Chicago. Und wir müssen heute die Torvorlagen und die ja, Flankengrundlagen trainieren. Das werden wir nochmal tun. Trainererwertungen. In der Teamzentrale wird das aktuelle teaminterne Ansehen aller Spieler angezeigt. Zeige gute Leistungen im Training und in Spielen, um Alex Trainerwertung zu erhöhen. Eine bessere Trainerwertung erhöht ist Alex Chancen, es im nächsten Spiel in die Startelf zu schaffen. Wenn Alex konstant gute Leistung zeigt, erhält er den Vorzug vor Spielern mit besseren Werten. Okay. Wer ist bereit für ein bisschen Training? Kommt schon, fangen wir an! Der Pep Guardiola lässt uns ja momentan so ein bisschen als Auswechselspieler stehen, aber das wird sich jetzt hoffentlich gleich ändern. Gut, los geht's. Passe zum Mitspieler, der sich in einer aussichtsreichen Position befindet. Tipp, versuche den Mitspieler mit Startpässen zu schicken. Machen wir mal. Sehr schön. Ah. Nee, das war nix. Schön. Oh ja. Oho. B. Ja, B kann man stehen lassen. So, nächste. Flanke den Ball zu einem Mitspieler und erziele Tore. Tipp. Lade Flanken auf, um weiter entfernte Mitspieler zu erreichen. Flanke ist auf B. Immer. Nicht rein. Boah. Die Flanken ja wenigstens mal so kommen würden, ne, wie hier. Aber die gehen ja alle rein. Das ist ja ein Traum. Alter, an die Latte, ne? Bin ich zufrieden mit. Weiter geht's. Also 3 Minuten, also 2 Minuten Training. Kann man doch mal machen, oder? Weiter. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Wir haben uns aber mal so ganz geschmeidig in die Startelf gekämpft. Also, das ist ja der Hammer. So, Chicago. MLS All-Stars gegen Man City. Ja, geht's. Ja, wir, da das ein Pokalspiel ist, glaube ich. Ist ein Pokalspiel? Ich glaube schon. Wir spielen mit dem Team. Auch hier gehen wir nochmal kurz in unsere 3 gegen den Besten der MLS, was du kannst. Ich weiß, dass du ein super Spieler von mir ist, Alexander. Okay, dann zeig dir MLS das mal, was Bram Elite so drauf hat, Alexander. Ja, auch Alexander Vater schreibt. Und zwar, heute musst du in Bestform sein. In der MLS gibt es richtig gute Spieler. Ja. Los geht's. Wollen wir mal. Haben wir irgendwelche Ziele? Nein, haben wir nicht. Winko, hier Schweinsteiger,
und drüber. Und das. Hier. Sehr schön. Gündogan. Bräune. Aguero. Silva und raus auf Walker. Und der läuft jetzt mal. Gib mal Gas, Junge. Und die Spieler. Das ist natürlich ein bisschen uncool jetzt, aber ja. Jawohl. Oh. Da ich ja momentan leider Gottes auch keinen Fußball spielen kann, ja. Jetzt Real Talk gemeint. Und das war, sag mal ganz kurz. Das war jetzt kein Foul, oder was? Sorry, aber jeder einzelne Schiedsrichter hätte das doch mindestens mal als Freistoß gepfiffen, ey. War keine Karte, aber mindestens Freistoß pfeifen, ey. Hammer, habt ihr. Aguero. Ja, das war natürlich ganz großes Tennis, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Hammer, hatte. Nee, was ich sagen wollte ist, ich bin ja in Real Life auch bei einem Fußballverein. Ja, ja, auch da kann ich im Moment nicht spielen. Alexander kann sich durchsetzen. Und schießt. Können wir das nochmal sehen? Jawohl. Da war seine Schulter dran, das war mehr Glück wie Verstand, ey. Jetzt, also das wird die erste Runde sein von dem Ganzen hier. Schätze ich jetzt mal. Das, also so wie, ich denke jetzt mal, das ist sowas ähnliches wie der DFB-Pokal. Das ist zwischendurch oder das ist einfach so ein Fun-Turnier, ich habe keine Ahnung. Natürlich wollen wir das auch gewinnen. Was heißt denn das auch? Endlich mal etwas gewinnen hier. Aber das hat er gepfiffen, das ist eine exzellente Freistoßposition. Und mal gucken, ob wir irgendeinen freistoßstarken Kollegen dabei haben. Kyle Walker ist ein guter. Sergio Aguero, warum nicht Sergio? Jetzt mal so. Ja. Und tacken nach rechts. Wollen wir hoffen, dass wir die Pille dann genau hier ins Netz hauen. So. Oder wir hauen uns einfach in die Mauer. Das ist natürlich auch eine Idee. Ja, das war natürlich jetzt weniger gut. Okay, wir sind noch Spiel, also das, wir legen noch nicht 1-0 zurück. Ah. Ich würde sagen, das ist ein Scheißpass war. Wenn der nicht da richtig durchkommt, kann der Alexander nichts dafür. Aha. Ich hoffe natürlich, dass jedes einzelne Wort da ankommt. Wenn die Wörter vielleicht mal ein bisschen abgehackt sind, dann ist es in der Mikrofonanstellung. Hier bei OBS Studio. Aguero, jawohl. Jetzt vielleicht mal ein Tor. Oh. Das kann nicht wahr sein, ey. Mann. Ah,
Was mich mal interessieren würde, ist, wir wissen ja jetzt, wenn wir ausgewechselt werden, ist das Spiel vorbei. Wir können uns das zwar fertig angucken und alles, ja, aber grundsätzlich ist das Spiel vorbei. So, was mich jetzt nochmal interessiert, ist Folgendes. Wenn wir... So kurz... So. Hätte ich jetzt nicht geflankt, das wäre 1000%ig ein Elfmeter geworden. Das sage ich euch. Ne, was mich interessieren würde, ist Folgendes. Wenn wir jetzt, wenn das Spiel beginnt und wir aber nicht aufgestellt sind, also nicht in der Startelf sind, ja, ist es dann so, dass wir... dass für uns das Spiel erst beginnt, ja, wenn wir eingewechselt werden. Das würde mich einfach mal interessieren. Also die Fans, die haben ja auch ein bisschen besser hinbekommen, muss ich sagen. Ne? Also die gefallen mir schon gut. Das Spiel bisher könnte ein ordentliches Leckermäulchen sein. Also 3-0 Schüsse aufs Tor. Schöne Pässe nach vorne. Damit leistest du einen entscheidenden Beitrag zum Vorwärtsdrang der Mannschaft. Ja, los geht's in die zweite Halbzeit. Irgendwann mal irgendwo eingeblendet werden soll, dass ich nur wenige Stunden habe zu spielen, dann ist es deswegen, ja, weil ich halt, wie gesagt, die 10 Stunden dann halt dementsprechend vorbei sind. Jetzt vielleicht. Oh. Gibt es nicht, ne? Genau. Otamendi. Hätten vielleicht auch mal gucken, dass wir die Kamera irgendwie so hinkriegen, wenn wir nur Alexander spielen, dass die Kamera halt auch nur auf Alexander fokussiert ist. Ja. Müssen wir mal gucken. So, Aguero. Okay. Wir haben mehr Schüsse aufs Tor, also das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir halt auch mal ein Tor schießen. Also so ein 8,0 wäre halt schon geil, ne? Gibt auf jeden Fall mal eine Karte. Ja, das gibt da, ja, Gündogan bekommt da die gelbe Karte. Ich kann da nichts machen. Ich kann ihn nicht einwechseln, ich kann ihn nicht auswechseln, ich kann gar nichts. Jetzt sehen wir nochmal das Foul. Ja, das ist, ja, gelbwürdig. Das Spiel, also ich muss sagen, ja, das Spiel selbst gefällt mir. Muss ich, also, so die Laola und so, was wir da gerade gehört haben, ist ja genau abgetimt, wann wir schießen. Ja, De Bruyne, Hunter, immer noch Hunter. De Bruyne, Walker und jetzt ist er endlich drin. Geht doch! Mann! Kevin De Bruyne! Was sehen wir jetzt gleich nochmal in der Wiederholung? Haben wir hoffentlich endlich mal den Knoten geplatzt, natürlich. Die schütteln alle im Kopf, ne? Das ist mir aber so dermaßen egal. Alter. Er ist ja voll weggerutscht, also. Also, dass das, ich sag jetzt mal, dass das Tor geplant war, ja. Endlich haben wir mal sowas wie ein Tor geschossen hier. Ach, aber guckt euch mal an. Das Stadion, ja, das ist ja jetzt leise geworden. Ach, du lieber Gott, ey. Ja, nicht gut durchgesetzt, leider. Piatti, wir. Und jetzt können sie vielleicht einen Ausgleich machen und machen es auch. Das kann nicht wahr sein.
Das Tor sehen wir jetzt gleich schon mal in der Wiederholung. Ja, Tormann, keine Chance. Also ins lange Eck, dann geht er noch gegen den Innenpfosten und dann rein. Also was soll er da machen? So, da kommt Yaya Touré. Kommt für David Silva. Jetzt aber mal schnell eine Antwort drauf finden. Vielleicht. Schau mal, Touré. Gündogan. Es wäre geil, wenn er Gündogan rausnehmen würde. Dann jetzt. Achso, weil hey, ich hab's Handspiel angemacht. Kollege, ne? Wo willst du hin? Ja, da ging an die Hand. Oho, das ist ein Elfmeter. Den schießt auf jeden Fall Alexander. Alexander. Kann der zum Helden werden? Wird er. Alexander verwandelt den Elfmeter. Hat er damit gerechnet, dass wir den ja, in die Mitte schießen, aber nö. Ja, auf gar keinen Fall jetzt noch ein Tor kassieren, das ist genau das, was ich nicht will. Schlechter Passer, wir sind genau auf einer 8,0. Das ist ja, vielleicht kriegen wir uns da vielleicht schon mal ein bisschen höher. Aber Danilo. Ja, boah. De Bruyne vielleicht fast mit dem zweiten Tor. Oh, ach du Scheiße, ey, jetzt werden wir aber übermütig, ey. Jetzt mal nichts. Ja, geil, wenn der Trainer dann auch mal im nächsten Spiel das nächste Mal unterbrochen ist. 8,4. Also Alexander geht hier gerade auf in dem Spiel. Das merke ich. Erzähl, was du willst. Sehr schön. Jetzt mal ein kleiner Schuss aufs Tor. Egal. Wir haben das Spiel gewonnen. 2-1. Also das war ja aber mal ordentlich hier. Also, ne? Wäre mal geil, wenn sie... gut, da hat der Trainer natürlich überhaupt gar keine Zeit dafür eigentlich. Aber wenn man irgendwie die Trainerstimme damit reinbekommen würde. Also von Pep Guardiola. Es ist mir scheißegal, Spieler. Team hol dir zwei Vorlagen. Das ist, ja, wäre natürlich auch geil gewesen, ne? Aber, hey, wir haben jetzt weder verwandt. Hallo? Ach, schön, man muss nicht bloß Tor erzielen, du musst auch, ja, du musst deine Kurzpässe verbessern. Okay. So. Startelf-Bonus und den Torschützen-Bonus. Ja, Marktwert von 9,4 Millionen. Ja, aber wir stehen einfach mal Bombe da. Also beim Trainer.
Kann man nicht besser machen. So. Kapitel 1 ist vorbei. Ach ja. Okay. Erziele im 11 gegen 11 Trainingsspiel eine Spielerwertung von 8,0, haben wir natürlich nicht bekommen. Gib bei der Vorbereitungstour mindestens 10 Schüsse aufs Tor ab, haben wir auch nicht geschafft, haben wir gerade mal 4 gemacht. Gewinne der Saison-Vorbereitungsturnier haben wir natürlich auch nicht gemacht, weil wir natürlich gegen Real Madrid rausgeflogen sind. Weiter geht's. FIFA Ultimate Team Belohnung freigeschaltet. Verbessere mit deiner Belohnung deine Mannschaft in FIFA Ultimate Team. Ja, The Journey fortsetzen natürlich. Also in dem Ultimate Team habe ich auch gar nichts gemacht. Null. Also das will ich schon mit euch auch zusammen machen. Wenn ich das nachangehe. So. Wir haben noch mal was freigeschaltet. Guck mal. Hals rechts. Flügelchen. Das aus. Ne. Das. Gefällt mir davon auch nichts. Skorpion. Flammentiger. Flammentiger dürfte klar gehen. Ja, Flammentiger geht klar. So. Trikot. Wieder zwei neue Schuhe. Einmal die hier. Nee. Nee. Wir bleiben bei unseren. Wo haben wir sie denn? Wir bleiben bei den Tretern. So. Ja, und dann würde ich sagen, bin ich raus wieder heutige Folge von FIFA 18 The Journey. Ne, beziehungsweise noch nicht. Wir gehen nochmal die Attribute. Die können wir natürlich nochmal verbessern. Und das werden wir auch. Schwacher Fuß. Ja, auf jeden Fall. Und da drüben machen wir den Außenrisspass. Und dann haben wir das auch. Ja, und damit würde ich jetzt sagen, bin ich raus für die heutige Folge von FIFA 18. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diese Folge einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich in der nächsten Saison, in der nächsten nächsten Video. Jetzt habe ich wird es dann sehr wahrscheinlich losgehen mit der Liga. Da haben wir Manchester United, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Huddersfield Town, West Bromwich Albion, Swansea, Everton, Southampton, West Ham United, Leicester, Watford, Burnley, Chelsea, Manchester City, Bournemouth, Newcastle, Arsenal, Liverpool, Brighton, and Hove Albion und Stoke City. Ja, und die haben alle schon ein Spiel gemacht. Ab dem 15. Platz. Geht noch nicht. Gut. Ist mir, auf was wir uns im nächsten Part vorbereiten müssen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt auch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Rainbow King. Ade. Ciao.